Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 31. Episode und heute geht es weiter. Unter anderem in der Europa League gegen Panathinaikos Athen. Das heißt, die Griechen sind das zweite Team, das wir nach Dundalk ja im Endeffekt besiegen möchten. Ja, bei Dundalk hat es ja nicht so ganz gut geklappt, aber bei Panathinaikos soll es im Idealfall klappen und das ist unser Ziel für die heutige Episode. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben des Weiteren noch zwei Spiele, das heißt heute mal wieder drei, kann man sich auf jeden Fall geben. Die Queen's Park Rangers werden der zweite Gegner sein und Crystal Palace wird der dritte Gegner sein. Das heißt ein Aufsteiger, ein mittlerweile relativ etablierter Premier League Club und ein griechischer Top-Club. Das könnte auf jeden Fall ganz schön spannend werden und vor allem auch herausfordernd für unsere Mannschaft, die natürlich teilweise nicht in Bestbesetzung spielen wird, denn wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie unsere Spieler verheizen, die irgendwie die Fitness verkacken oder so, und deswegen werden wir mal schauen, wie wir das so auf die Kette kriegen. Aber wie gesagt, ein Like würde ich mich sehr drüber freuen, ist immer wieder schön. Wir scouten hier gerade mal ja so ein paar Spielerchen, beziehungsweise haben gerade uns mal ein paar Spielerchen angeguckt und des Weiteren gehen wir jetzt zum Spieltag gegen Panathinaikos, haben noch Abschlussberichte zu unter anderem Yunus Malli, der eigentlich gar nicht schlecht aussieht, und Choupo-Moting, der immer schon ganz gut aussah, gerade in FIFA eine richtig geniale Ultimate-Team-Karte, aber auch ein richtig genialer Spieler allgemein. Bin mal gespannt, ob wir den eventuell irgendwann verpflichten werden. Normalerweise passt er ja nicht gerade ins Beuteschema, aber wer weiß, was so passieren wird. Wir stellen die Mannschaft um, unter anderem wird Vestergaard Innenverteidiger spielen, rechts Zuma, vorne drin Niklas Bendtner, also ein bisschen allgemeine Änderung in der Startaufstellung. Unter anderem spielt auch ja Jonjo Shelvey, kann man mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir gehen rein, viel Spaß, ein Sieg für uns und wir sehen uns gleich wieder. Der St. James' Park ausverkauft beim zweiten Europa-League-Auftritt von Newcastle United, diesmal gegen einen etwas stärkeren Verein als zuletzt. Dundalk FC war eine Nummer zu groß für die Magpies, da hat es nur 0-0 gestanden. Am Ende jetzt ist der griechische Topverein Panathinaikos Athen zu Gast bei den Tunes, bei der Toon Army und bei den Magpies. Momentan die Gruppe sehr ausgeglichen, Hoffenheim, Newcastle, Panathinaikos und Dundalk alle 0-0 gespielt im ersten Gruppenspiel und dementsprechend die Tabelle sehr, sehr ausgeglichen. Man will sie natürlich trotzdem absetzen, gerade von den Griechen und im Idealfall auch von Dundalk, je nachdem wie die Hoffenheimer gegen die Iren aussehen auf Seiten der Magpies. Und der Spieler im Fokus war Paul-George Ntep, der vor dem Spiel gesagt hatte, ich will heute treffen, ich will meiner Mannschaft helfen, Panathinaikos zu schlagen und in der Gruppenphase ein bisschen besser dazustehen als zuvor. Bei den Magpies allgemein eine relativ starke Aufstellung, nicht die A11, aber das ist nicht gerade untypisch für MGT, der gerne in der Euroleague rotiert. Im Tor Rob Elliott, davor dann Zuma, Vestergaard, Mbemba und Pokonjoli, Pokaltorwart. Ja, Elliott stand mal wieder im Kasten. Salve im Mittelfeld mit Sissoko und Perez weiterhin. Ja, saß Jonjo Shelvey nur auf der Bank. Vorne Andrews Townsend, Niklas Bendtner und halt eben Paul-George Ntep. Der Lord bekam den Vorzug von Michy Batshuayi mit der Nummer 22, die auch Hugo Almeida bei 96 hat. Sollte er ja seiner Mannschaft heute weiterhelfen. Mit Panathinaikos-Stil im Tor, davor dann Sanchez, Nano, Wemmer und Triantafylopoulos zusammen mit Lazos, mit Gomis, mit Seca, mit Ayobi und die beiden Spitzen. Und die sind richtige Legenden, zumindest für die Bundesliga, die ehemaligen HSV-Akteure Mladen Petric und Markus Berg, der Schwede und der Kroate, heute zusammen in der Offensive und natürlich wollten die beweisen, was sie drauf haben. Allerdings war Newcastle das Team, das den besseren Start hatte. Zuma gegen Seca auf der Außenbahn, das ist direkt mal das erste Foul gegen den normalerweise ja recht bulligen Franzosen, der aber auch auf der Außenbahn verteidigen kann, das heute übernahm und sich direkt mal in die Offensive einschaltete. Gelbe Karte dann für den Kapitän, den Zehner von Panathinaikos für Seca, der frisch rein war von Andrews Townsend und im Fokus stand Yannick Vestergaard, der Pfosten rettet für die grün-weiß gekleideten Panathinaikos Akteure. Ja, grün-weiß, normalerweise die Ex-Farbe von Yannick Vestergaard, der von Bremen geholt wurde. Es war nicht der Lord, der gefährlich wurde, nein, der andere Däne mit diesem klasse Kopfball. Wunderbare Technik vom Innenverteidiger der Magpies. Wunderbare Technik bewies dann Panathinaikos nicht unbedingt. Es gab die nächste Chance für die Magpies. Der Ball auf Ayose Perez und das ist die Parade von Steele, vorher der unnötige Ballverlust. Das war allgemein so ein bisschen die Schwäche der Athener. Sie verloren viel unnötig. Die Bälle hatten selber ab und zu mal eine Chance. Mladen Petric mit dem Ball auf Kobis. Aber der verzieht da doch relativ ja deutlich. Das war übrigens Ayan Gun. Dann bringt Steele seinen Innenverteidiger in Bedrängnis. Wemmer kann sich hier nicht ganz durchsetzen. Bender mit der Balleroberung. Ayose Perez ist da. 1-0. 36. Minute der Führungs Treffer für die Magpies, klasse vorbereitet vom Lord, von Niklas Bendtner, der sich den Ball erobert und dann direkt geistesgegenwärtig querlegt und Perez dann frei vom Tor, da kann keiner mehr eingreifen und er macht ihn locker rein. Stil Chancen, das hat sein eigener Verteidiger Wemmer da in die Bedrängnis gebracht und im Endeffekt ist das dann ja relativ einfaches Spiel für die Magpies, die direkt weitermachten und versuchten weiter nachzulegen. Das ist Nano, der Spanier im 16er,
Gegner, schlägt den Ball nicht sonderlich weit raus, Sissoko kommt da ran, erstmal der Ballverlust, aber der französische Kapitän, der McPies, der holt sich den Ball einfach wieder, und zwar gegen Ayagun, der gerade noch die Chance hatte für Panathinaikos, die Flanke auf Lord Bender, der macht das 2:0, da sieht Stiel diesmal nicht sonderlich gut aus, duckt sich unter dem Ball weg, und der Däne macht sein nächstes Tor im Europapokal für die McPies. Natürlich hat er im ersten Spiel nicht getroffen, aber bereits in der Liga erfolgreich gewesen und im European International Cup, und das ist ja so gesehen auch ein Europapokal, von daher kann man das durchaus so sagen. Klasse Flanke und Ballerung von Sissoko, und Bender steht genau richtig, keiner kommt mehr hin. Torwart sieht nicht gut aus und es steht 2:0 für die Magpies. In der zweiten Halbzeit versucht dann Panathinaikos zunächst einmal wieder nach vorne zu kommen und zumindest mal ranzukommen. Das ist Lagos auf Petric. Ja, die Latte rettet dann im Endeffekt für die Magpies. Da war er jetzt schon geschlagen, aber es blieb beim 0:2 aus Sicht der Athener, die trotzdem jetzt ein bisschen Mut gefasst hat, weiter nach vorne spielten. Mladen Petric im Zusammenspiel mit Don Ayagun kommt gar nicht jetzt zum Abschluss, denn das Ganze war eine Einzelaktion, die Rob Elliott aber klasse entschärft. Panathinaikos in der Offensive wurde immer stärker und vor allem selbstbewusster. Das ist Lagos mit der versuchten, ja, Abschluss. Allerdings ist Vestergaard klasse dazwischen und Newcastle konnte kontern. Das ist der Ball auf Andros Townsend und der mit der Flanke auf Niklas Benden, aber der setzt den Kopf ein bisschen zu hoch ran. In den 70 Minuten gab es nur einen Eckball. Sollte nicht so wirklich sein bei Newcastle. Die anschließende Ecke übrigens auf Henri Saivé. Und der nochmal zu Lord Bender, war eigentlich ein Schussversuch. Aber der, ja, vom Dänen ist deutlich gefährlicher. Aber Stiel ist klasse da und entschärft diesen Versuch. Dann gab es einen Konter. Newcastle wechselte unter anderem, brachten sie Chamberlain. Aber auch Adam Armstrong, den wir hier sehen können, setzt sich klasse durch gegen Triantafylopoulos. Ist frei durch, steht alleine vor Stiel. Und der Youngster hält die Nerven und macht das 3:0. 89. Minute, die endgültige Entscheidung im St. James's Park. Die Tuna haben mich mehr als zufrieden. Denn das war das 3:0 für Newcastle. Nachdem man gegen Dundalk nicht getroffen hatte, musste man hier das Torverhältnis wieder gut machen. Und das taten sie. Und zwar eindrucksvoll klasse, wie Armstrong mit seinem ganzen Tempo und seiner ganzen Routine mit seinen jungen Jahren bereits hier am Verteidiger vorbeigeht. Und dann ist der U21-Nationalspieler Englands auch eisekalt und macht das 3:0. Panathinaikos kam nochmal, wollte den Ehrentreffer. Das ist Markus Berg mit dem Versuch. Aber Elliott ist klasse da und hält diesen Ball relativ, ja, sicher fest. Nicht fest, aber lenkt ihn über den Kasten. Und von daher war das die letzte Aktion der Partie. Und es blieb beim 3:0. Newcastle gewinnt also dank dreier Stürmertore, zumindest dreier gelernter Stürmertore, auch wenn Perez als Zehner agierte, ist er ja nominell ein Stürmer, mit 3:0 gegen Panathinaikos und hat sich in der Gruppe zumindest von den Griechen schon mal abgesetzt, haben jetzt 4 Punkte auf dem Konto. Für die in grün-weiß gekleideten Athener sieht es ein bisschen gefährlich aus. Sie müssen gegen Hoffenheim in die Alpha ein gutes Ergebnis erzielen, ansonsten sieht es schwach aus. Newcastle gewinnt 3:0 im St. James' Park gegen Panathinaikos. Ja, Freunde, das war ein relativ ordentliches Ergebnis, würde ich mal sagen. 3:0 kann man auf jeden Fall machen. Gegen Dundalk haben wir uns die Blöße gegeben, 0:0 zu spielen. Hier sah das deutlich besser aus und gerade das Bender getroffen hat, freut mich natürlich, denn das zeigt, dass dieser Transfer nicht nur aus Image-Sicht beziehungsweise aus Just-for-Fun-Sicht sinnvoll war, sondern auch aus anderen Sichten, beispielsweise, wie ich gerade erwähnt habe, aus Torsicht, denn er hat ja getroffen, von daher kann man sich da absolut nicht drüber beschweren. Nächste Partie ist, wie gerade bereits angesprochen, gegen die Queen's Park Rangers. Ich bin gespannt, was ich da so machen werde, ob ich da irgendwas auf die Kette kriegen werde gegen einen Gegner, der wieder unten drin stehen sollte, der Aufsteiger. Momentan allerdings auf Platz 6. Ne? Ist trotzdem ein kleinerer Verein, gegen die habe ich immer Probleme und diese Probleme scheint dieser Verein gut ausnutzen zu können, sonst würden sie nicht da oben stehen. Anscheinend haben sie schon öfter mal Punkte geholt und das wollen sie natürlich heute auch machen, sind komplett im Soll. Wir eigentlich auch mit Tabellenplatz 2, aber trotzdem wollen wir den festigen und dafür braucht es einen Sieg. Ob wir das schaffen an der Loftus Road, ist die große Frage. Wir versuchen natürlich unser Bestes, haben hier eine Aufstellung mit Lecky auf der linken Seite, vorne Chamberlain und Batshuayi, das heißt nur ein Tap geht raus. Ist ganz interessant, ich würde sagen, wir gehen rein, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Loftus Road in freudiger Erwartung des Topspiels der Barclays Premier League. Die Queen's Park Rangers, der Aufsteiger, gegen Newcastle United, Euroleague-Teilnehmer an sich. Ein relativ ungleiches Duell auch vom Kader und vom Marktwert her. Aber die Queen's Park Rangers bisher in dieser Saison nicht zu unterschätzen mit klasse Leistungen bisher. Nach dem Aufstieg hatten sie sich zumindest in der Premier League schon mal ganz gut zurechtgefunden. Momentan Tabellenplatz 8, aber auch ja nur, weil bereits ein paar Spiele gemacht wurden. Unter anderem Manchester City waren ihnen vorbeigezogen. 12 Punkte nach 7 Spielen. Newcastle mit 18 Punkten nach 7 Spielen. 6 Punkte also vor den Männern in Blau. Weiß, während die Magpies natürlich im schwarz-weißen Dress antraten. Dementsprechend konnte ja Queen's Park Rangers mit einem Sieg zumindest ranziehen. Dafür müssen sie allerdings ein Tor schießen und das ist gegen Newcastle die Saison mal wieder sehr, sehr schwierig. Bisher 7 Spiele, 4 Gegentore, nur Chelsea ist genauso gut. Das spricht für die Abwehr von MGT, das spricht für Chancel Mbemba und seine Kollegen, unter anderem Massio Aydara, die machen richtig guten Job. Auch natürlich Benoit Costil bzw. Rob Elliott. Auf der anderen Seite, Diallo hatte schon ein paar Mal mehr hinter sich helfen müssen, der Neuzugang bei den Queen's Park Rangers. Davor Harry Man, Dummett Hall, Jungsuk Jung, Diakite, Sandro Phillips,
Boylan Fur und Charlie Austin auf der Bank. Talente wie Traoré und Sebastian Polter. Der Ex-Union Berliner saß heute mal wieder auf der Bank. Der Deutsche hat einfach noch nicht Fuß gefasst bei den Männern aus London. Bei Newcastle, Costil, Bellerin, Pogba, Mbemba und Haidara verändert die Viererkette im Vergleich zum letzten Spiel gegen Panathinaikos. Davor Sissoko und Jean-Jean Schell wieder seine Chance in der Anfangsformation bekamen. Wijnaldum dann zusammen in der Offensive mit Oxlade-Chamberlain, Michy Batshuayi und Matthew Lecky. Paul Dummett, für den was eine besondere Partie war, vor der Saison gewechselt als ja lange ausgebildeter Magpie. Jetzt bei den Queen's Park Rangers, er wollte sich beweisen gegen seine Ex-Kollegen und gegen Matthew Lecky, der zwar nicht auf seiner Seite spielte, aber angekündigt hatte, er würde mit der Verteidigung der Queen's Park Rangers machen, was er wollte. Zunächst einmal machte ja Junior Hoylett mal, was er wollte. Setzt sich hier klasse durch, der Kanadier mit dem ersten Schussversuch, aber Costil ist natürlich da und wehrt diesen Ball locker ab. Newcastle nach knapp 20 Minuten erstmals vor dem Tor, das ist Moussa Sissoko auf Georgino Wijnaldum, den Niederländer, der zurück auf Jean-Jean Shelvey, der erstmal seit Ewigkeit wieder in der Startelf stand, der Ball auf Oxlade-Chamberlain und der legt nochmal raus auf Georgino Wijnaldum in den Rückraum, da steht Chamberlain, das muss das 1-0 sein, das ist nicht das 1-0, es ist nicht der Führungstreffer für die Magpies, denn irgendwie kriegt Diallo, der Neuzugang, seine Arme da noch dran, Matthew Lecky dann mal, gute Balleroberung da gegen Harryman, kann sich den Ball sogar nochmal zurückholen mit seinem Tempo und seiner Physis, macht das gut, Ball auf Batshuayi, der auf Moussa Sissoko, klasse Versuch, aber Diallo ist schon wieder da, er war der beste Mann bei den Queen's Park Rangers in der Anfangsphase und der ersten Halbzeit, er war der einzige Grund, warum es noch 0-0 stand, hier forst er den Ball raus, Chamberlain versucht per Lupfer, aber da ist er schon wieder zurück im Tor und hält diesen Ball relativ sicher fest. Wir gehen in Durchgang 2 wieder, Matthew Lecky, der machte wirklich, was er wollte in einigen Situationen, hier legt er quer auf Batshuayi und der zögert zu lange, wird eingeholt und kann den Ball dementsprechend nicht im Tor unterbringen, es blieb beim 0-0 und weiterhin wurde QPR unter Druck gesetzt, wieder Lecky mit der Balleroberung, machte das da klasse bisher in dieser Partie, versucht diesmal alleine, kommt aber ja nicht zum Abschluss, wird abgegrätscht, es sollte nicht so wirklich sein mit dem Führungstreffer für die Magpies, er wäre verdient, aber er fiel halt nicht und dann kam der Konter, ja, der Queen's Park Rangers, Jungzug Jung mit der Flanke in die Mitte, da ist Austin, abgewehrt, Leroy Fur, 1-0, 75. Minute, der Aufsteiger führt an der Loftus-Road gegen die Magpies und das war überraschend, nicht ganz verdient, aber es war einfach effektiv, Newcastle brachte den Ball nicht ins Tor, Leroy Fur tat es mit einem strammen Linksschuss, da kann ja Benoit Costil nicht mehr viel machen, ganz, ganz unglücklich, dass der Ball genau zum Niederländer prallt, aber die Flanke war einfach gut von Jungzug Jung und Charlie Austin kriegt den Ball dann irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig abgelegt, Costil ist chancenlos, 1-0 also für die Rangers, aber Newcastle wollte sie nicht die Blöße geben und versuchte zurückzukommen, das ist Haidara mit dem Ball in die Spitze, Wijnaldum und das ist Batshuayi abgefälscht. Gab einen Eckball. Es lief noch nicht so wirklich. Allerdings der jetzt reingeworfen von Sissoko auf Jean-Jean Shelvey, der ja mit auffälligster Akteur mit Matthew Lecky bei den Magpies. Konnte den Ball nicht im Tor unterbringen, aber es war ja noch nicht aller Tage Abend. 85. Minute, Charlie Austin, unnötiger Ballverlust gegen Haidara, der auf TOT eingewechselt, auf Haidara zurück, der auf Armstrong eingewechselt. Klasse Pass, Batshuayi ist da! 1-1, 87. Minute, die Queen's Park Rangers hatten es nicht geschafft, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, nein, es war der Ausgleichstreffer für die Magpies, wunderbar gespielt, MGT wollte genau sowas von seiner Mannschaft sehen und die Fans waren in Ekstase, es war ein klasse vorgetragener Angriff, Haidara auf Armstrong, der genau in die Lücke, in die Schnittstelle der Abwehr, Batshuayi ist eisekalt und macht das 1-1 den Ausgleichstreffer, trotzdem versuchten die Rangers zurückzukommen, sie hatten die letzte Chance der Partie, das ist Mackie auf der Außenbahn, die Flanke in die Mitte, da steht Charlie Austin, abgefälscht, nochmal Junior Heule, Doppelpass mit Fur, Junior Hoylett am Tor vorbei, der Ex-St. Paulianer nicht mit dem Siegtreffer in der 90. Minute, aber auch so, Achtungserfolg für den Aufsteiger. Sie ringen ein 1-1 den Magpies ab, das war eine klasse Vorstellung von den Männern von der Loftus-Road, die haben das wunderbar gemacht, die Fans können zufrieden sein, die Männer in Blau-Weiß waren vielleicht nicht überlegen, hatten vielleicht nicht so viele Chancen wie die Magpies, aber sie haben ihre Chance genutzt und dementsprechend den Punkt verdientermaßen ja, zu Hause behalten. Für Newcastle, ja, die lassen mittlerweile ein bisschen Federn, 0-0 gegen Dunlop, 1-1 gegen die Queen's Park Rangers, es läuft immer wie am Anfang. Es muss besser werden, aber MGT wird die richtigen Worte finden und dann geht gegen Crystal Palace nächste Woche weiter. Ich hoffe, dass ich die richtigen Worte finden werde. Es ist natürlich ein bisschen bitter, könnte man sagen, dass wir es dann nicht geschafft haben zu gewinnen. Normalerweise muss auch der Chamberlain den Ball reinmachen, Batshuayi auch, Lecky kann vielleicht auch reinmachen. Ja, sollte aber nicht sein und ich weiß, ihr mögt dieses sollte nicht sein, nicht so gerne, aber ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich sag's halt nun mal gerne und es passt halt einfach zur Situation. Und dementsprechend holen wir nur einen Punkt. Ja, damit haben wir noch 19, das ist nach 8 Spielen gar nicht mal so schlecht, das ist eine gute Ausbeute, damit haben wir nur 5 nicht geholt. Trotzdem wollen wir natürlich gegen die Männer aus Crystal Palace, also weiterhin aus London mal wieder, natürlich gewinnen. Ja, 3 Punkte, dann hätten wir 22 von möglichen 27. Wäre gut, ne? Also wäre eine gute Ausbeute, kann man machen.
Ob wir es machen, ist die Frage. Weil Crystal Palace halt auch wieder so ein Verein ist, bei dem ich nicht wirklich einschätzen kann, wie ich gegen die spielen soll. Die sind ein bisschen kleiner, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber die sind halt trotzdem stark in gewisser Weise. Die haben gute Einzelspieler, wie beispielsweise ein Alexander Kokorin, den sie neu geholt haben. Wie beispielsweise ein Jonathan Williams. Ich habe ja mal in Crystal Palace Karrieremodus angefangen, da war der stärkste Mann, der war Lisa. Und die haben allgemein ein paar starke Kerle, wie auch Yannick Bolasie, wo gerade bei Stärke sind. Also wird nicht einfach, aber wir müssen es irgendwie schaffen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir haben ja gerade mal wieder ein paar Spieler gescoutet. Unter anderem Jason Denia. Die Sache ist, wir haben momentan 16 Millionen Transferbudget. Zuma möchte ganz gerne eine Vertragsverlängerung haben, beziehungsweise ein bisschen mehr Gehalt können wir machen, möchte 30.000 mehr, wird er auch bekommen. Da sehen wir gleich, wir haben 16 Millionen. Wir kriegen natürlich die Euroleague, wo wir wahrscheinlich die Gruppenphase überstehen werden, wenn wir schon gegen Panathinaikos 3-0 gewinnen und gegen Dundalk das Rückspiel 100%ig auch gewinnen. Ja, dann werden wir Geld kriegen und dann können wir für Wintertransfers ein bisschen was machen. Auch Transfers allgemein werden ja noch passieren. Wir werden auch ein paar Spiele abgeben im Idealfall. Also da wird schon ein bisschen was gehen. Aber trotzdem sollte man aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr unten reinrutschen, weil so viel Geld ist das nicht. Wir brauchen zwar keine wirkliche Verbesserung, weil unser Kader sehr, sehr stark ist und bisher haben wir keine Schwächen festgestellt. Aber zu sicher sein sollte man sich nie. Es kann immer wer ausfallen. Townsend beispielsweise ist ja jetzt letztens ausgefallen. Und von daher müssen wir schauen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sind zwar noch lange nicht in der Winterpause, aber was meint ihr? Auf welcher Position könntet ihr euch vorstellen, dass wir uns noch verstärken müssen im Winter? Innenverteidigung vielleicht? Vielleicht Sturm, Bentner, Batshuayi, Armstrong, Perez, eigentlich haben wir genug. Aber vielleicht habt ihr irgendeinen Spieler, den ihr unglaublich gerne sehen würdet. Das könnt ihr einfach mal reinschreiben. Lese ich mir mal durch, würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal gegen die Eagles, gegen Crystal Palace. Es wird eine interessante Partie, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Es wird allerdings auch eine Partie, in der wir zeigen müssen, was wir drauf haben. Und das ist nicht nur Zahnbelag, sondern eine ganze Menge Skill. Unter anderem Batshuayi oder halt auch Paul George und Ted, der jetzt wieder in die Startelf zurückkehrt. Ich lasse, glaube ich, auch Wijnaldum von Anfang an spielen. Bin mir gar nicht so genau sicher. Lasse ich ihn spielen oder lasse ich ihn nicht spielen? Vestergaard kommt rein, und beziehungsweise auf der Bank. Zuma in der Innenverteidigung, Bellerina außen. Wijnaldum spielt, Batshuayi. Saive kommt wieder rein für Shelby. Okay, wie auch immer. Kann man machen. Wir gehen rein. Viel Spaß. Bis gleich. Der St. James' Park ausverkauft vor dem Spiel gegen Crystal Palace. Der Tabellenneunte war zu Gast die Eagles, also ja, bei den Magpies, die Adler bei den Elster. Normalerweise ein recht eindeutiges Duell, zumindest in der Natur. Im Fußball sieht es ein bisschen anders aus. Im Regen von Newcastle wollten die Magpies die nächsten drei Punkte einfahren. Zuletzt hat es in der Liga nicht so geklappt. Gegen Dundalk nur 0-0, gegen die Queen's Park Rangers 1-1. Es muss besser werden. 19 Punkte sind zwar gut, aber sie wollen natürlich noch ein bisschen besser werden, um an Chelsea dran zu bleiben, die ebenfalls 19 Punkte haben. Momentan sind wir im Platz 2. Man möchte ganz gerne die Meisterschaft. Das Ziel war zwar nur internationaler Wettbewerb, aber wenn man die Meisterschaft schon mal in Reichweite hat, warum nicht mitnehmen? Kapitän Sissoko hatte angekündigt, er wollte heute genau das von seiner Mannschaft sehen, was er gegen Panathinaikos gesehen hatte und nicht das, was sie gegen die Queen's Park Rangers gezeigt hatten. Ob sie es in die Tat umsetzen konnten, wir werden sehen. Zunächst einmal gucken wir uns die Aufstellung an. Kostil, Bellerin, Zuma, Mbemba, Haidara, wieder eine etwas veränderte Abwehrkette im Vergleich zur letzten Partie. Davor dann Sissoko und Saive, der zurückgekehrt war in die Startelf der Senegalese, spielt er heute wieder an der Seite des Kapitäns. Davor Wijnaldum, Oxlade, Chamberlain, Bad Chouayi und Paul George und Tapp, der für Lecky wieder in die Mannschaft gerückt war. Also auch da eine Änderung. Es sah ganz gut aus bei den Magpies von der Personalsituation her. Allerdings musste man natürlich aufpassen auf Hennessy, Ward, Delaney, Zambrano, Suare, McArthur, Kabay, Chungyong, Bolasi, Williams und Alexander Kokorin. Natürlich vor allem wichtig ist hier Jonathan Kabay, denn der kommt ja von den Magpies, war in Paris Saint-Germain verkauft worden, konnte sich da nicht durchsetzen im Mittelfeld der Hauptstädter von Frankreich und im Endeffekt ist er zu den Männern den Eagles gegangen, zu den Männern von Crystal Palace, hat sich da bisher stark präsentiert und wollte heute natürlich zeigen, was er drauf hat gegen seinen Ex-Feind. In der Anfangsphase war Crystal Palace auch das bessere Team, hatte direkt die erste Chance zur Führung, das ist Chungyong mit der ersten Gelegenheit, den muss er normalerweise machen, er macht ihn aber nicht, es blieb beim 0-0, trotzdem war Crystal Palace das bessere Team, McArthur mit der Balleroberung, der Ball auf Alexander Kokorin. Kostil da fliegen, hält diesen Ball aber relativ sicher. Und dann, nach 30 Minuten, kommt Carlos Zambrano, ehemaliger Frankfurter. Viel zu kurzer Pass auf Delaney. Oxlade Chamberlain ist dazwischen, geht alleine aufs Tor zu Hennessy. Ist chancenlos, 1-0 für die Magpies. Ganz, ganz bitterer Auftakt hier in dieser Partie für die Eagles. Hatten die besseren Chancen, waren in der Anfangsphase das bessere Team, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Ein kleiner Fehlpass, ein bisschen zu kurz geraten von Zambrano auf Delaney. Oxlade Chamberlain spritzt dazwischen und
macht sein nächstes Tor für die Magpies. Er scheint angekommen zu sein nach seinem Wechsel von Arsenal. Bereits sein drittes Saisontor und das war klasse gemacht. Behält die Ruhe vor dem Kasten von Hennessy und genau so muss das natürlich aussehen. Es ging weiter mit den Magpies in der Defensive, genauso wie es am Anfang der Partie war. Das ist Jonathan Williams, der Waliser, der sich hier klasse durchsetzt. Schöner Versuch, aber Costil ist da und wehrt diesen Ball ab. Der offensiv der auffälligste Mann war eben dieser Jonathan Williams. Allerdings auf der anderen Seite gab es noch Oxlade Chamberlain. Gute Flanke, Wijnaldum segelt ganz knapp am Ball vorbei. Das wäre sonst wohl das 2:0 gewesen durch die Niederländer. Allerdings versuchten sie es weiter. Nächste Flanke, Batshuayi ganz, ganz knapp am Ball vorbei. Hätte er dem Ball ein bisschen mehr 3 gegeben, wäre der eventuell auch drin gewesen. Sie versuchten mehr, sie machten jetzt mehr und sie kamen weiter vors Tor. Henri Saivé mit dem Ball in die Mitte. Sissoko, schwacher linker Fuß, muss er trotzdem machen, macht er nicht. Es blieb am 1:0, aber Newcastle wurde allmählich stärker. Und mitten rein in diese Drangphase, dieser Fehlpass wieder. Doppelpass mit Alex Oxlade-Chamberlain. Der geht in den 16er, versucht aber allein ein bisschen zu eigensinnig der Engländer in der Situation. Hätte das 2:0 vorbereiten können, so blieb es beim 1:0. Dann Kopfballchance bzw. Gelegenheit für Crystal Palace im 16er. Johan Kabay auf Wickham. Costil ist da und leitet direkt den Konter ein. Armstrong war gerade eingewechselt worden, genauso wie Jonjo Shelvey. Das ist Georgino Wijnaldum und der spielt in den Lauf von Michy Batshuayi. Der setzt sich da durch und macht das dann klasse. In den Lauf des schnellen Armstrong, gerade wie gesagt, erst eingewechselt. Erste Aktion des jungen Engländers, legt zurück. Batshuayi ist da, 2:0. 73. Minute, die 2-Tore-Führung für die Magpies und die Vorentscheidung im St. James' Park. Das war klasse gespielt von den beiden Sturmpartnern. Batshuayi mit dem Ball auf den U21-Nationalspieler Englands und der behält die Übersicht und legt quer für Batshuayi. Die Verteidigung noch abgelenkt auf der anderen Seite von Ntep. Es sollte nicht sein bei Crystal Palace. Es stand 2:0. Das wurde schlimmer. Batshuayi, wunderbar gespielt auf Jonjo Shelvey. Ebenfalls eingewechselt, momentan im Formtief. Das zeigt er aber nicht. Der macht das 3:0, 85. Minute. Befreit sich selber aus seinem Formtief und macht die endgültige Entscheidung. Macht den Sack zu hier im heimischen Stadion der Elstern. Die Elstern sind also siegreich über die Eagles und das vollkommen zu Recht. Klasse Vorstellung der Magpies und dementsprechend die nächsten 3 Punkte. Sie bleiben an der Tabellenspitze, haben jetzt 22 auf dem Konto, bleiben an Chelsea dran. Es sieht sehr, sehr gut aus für die Männer aus dem Nordosten Englands. MGT hat genau die richtige Mischung zwischen ja, Rotieren und Stammelf gefunden. Es sieht sehr, sehr gut aus und genau so soll das weitergehen. Jonjo Shelvey hat seine Form wiedergefunden. Armstrong trifft und bereitet vor, wie er will. Und Batshuayi, der trifft sowieso immer. Die Defensive steht auch. Was will man mehr? Newcastle United gewinnt gegen ja, Kabay, den Ex-Magpie, mit seinen Eagles mit 3:0. Den Ex-Magpie mit seinen Eagles. Vielleicht nenne ich die Episode so. Der Ex-Magpie mit seinen Eagles. Mache ich. Ist zwar lang, ist mir aber egal. Hört sich lustig an. Können wir machen. Okay, gut. Das war also wieder ein sehr souveräner Sieg nach dem 3:0 gegen Panathinaikos. Jetzt ein 3:0 gegen Crystal Palace. Sehr, sehr schön. Damit sind wir weiter in einer Spitze der Tabelle und können uns ein bisschen zurücklehnen, denn ja, der Abstieg ist in weite Ferne gerückt und selbst ja, die internationalen Plätze, die nicht Champions League sind, ja, sind noch relativ weit weg. Dementsprechend können wir uns darauf freuen, nächstes Jahr im Idealfall Champions League zu spielen. Wäre eine Steigerung im Vergleich zu dieser Saison. Ob wir es schaffen, ist die große Frage. Wie es im Pokal aussieht, ist die große Frage. Momentan können wir uns auf die Liga und Europa Cup konzentrieren und von daher ist das alles wunderbar. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr wisst Bescheid, ist die beste Unterstützung, ist eine großartige Unterstützung und einfacher könnt ihr das gar nicht haben. Für euch ein Klick und mir bedeutet es wirklich sehr, sehr viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein, macht's gut. Und ciao. Haut rein, macht's gut. Und ciao. Haut rein, macht's gut. Und ciao.